So, liebe Freunde, guten Morgen aus dem Bett. Ich glaube, es ist Montag. Ja, yeah, right. Es ist Montag. Es ist Montag. Und heute ist der 1. Mai. Tag der Arbeit oder so, ne? Heißt das? Das ist so Tag der Arbeit. Das ist meine Mutters Geburtstag. Das ist deine Mutters Geburtstag. Aber es ist auch Tag der Arbeit. Und deswegen sind heute wieder so umzugmäßige Vibes in Kreuzberg, wo halt ganz viele Leute auf die Straße gehen und trinken und randalieren und tanzen und so ein Scheiß. Und da gehen wir später auch hin, treffen uns wahrscheinlich mit Ruben. Und ja, dann gehen wir noch ein bisschen in die Badewanne mit dem geilen Bubble Bath, das wir uns gestern geholt haben von Rituals, das wir auch Resa zum Geburtstag geschenkt haben. Baby. Und dann, wir spielen noch ganz kurz dann Mortal Kombat. Vielleicht dürft ihr kurz zugucken, wie ich Daniel wieder fertig mache. Meine Lieblingsbeschäftigung eigentlich. Nicht fertig zu machen. In Mortal Kombat. Okay? Das hatte ich nicht gesehen. In Mortal Kombat. Ja, also das ist bis jetzt. Das ist bis jetzt der heutige Start. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gegen dich gewonnen. Ja, hast du auch nicht. Doch. Einmal oder so hast du gegen mich gewonnen. Das ist peinlich, Alter. Okay, Leute, also ich melde mich gleich nochmal, wenn wir spielen und dann könnt ihr zugucken, wie ich Daniel fertig mache. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich bin jetzt aus dem Bett gefallen, nicht ausgeschlafen, auf gar keinen Fall. Ich bin nochmal zum Frühstücken verabredet mit André, einem Kumpel von mir und seine Freundin. Und wir treffen uns, wie soll es auch anders sein, im Spreegold. Geil, dass ihr da am Start seid, Leute. Guten Morgen, willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Wieso habe ich jetzt gerade geschnipst? Ich weiß es selber nicht. Das sind übrigens die einzigen Klamotten, die ich noch habe, die nicht getränkt sind in irgendwelchen Wodka- oder Jägermeister-Mischgetränken. Und diese Jacke ist die einzige Jacke, die, also das ist die Jacke, die am wenigsten stinkt von meinen dickeren Klamotten, deswegen trage ich die. Ich gehe jetzt runter. Wir wollten ja eigentlich außerhalb frühstücken, aber wir haben einfach kein gutes Café gefunden hier, weil es ist Bank Holiday. Das ist immer der erste Montag im Mai hier in England. Also es ist nicht der 1. Mai wie in Deutschland, sondern der erste Montag im Mai. Und der fällt dieses Mal zufällig auch auf den 1. Mai. Und deswegen haben viele Cafés und so nicht offen. Wir werden hier frühstücken und dann wahrscheinlich mittags irgendwo ausgehen. Und uns dann so gegen 3, 4 Uhr oder so zum Flughafen aufmachen nach Leeds, um dann wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Unser Flug geht um 17 Uhr. Naja, lasst uns den Tag starten. Guten Morgen. Heute ist der 1. Mai, Tag der Arbeit. Heute ist der Beginn meines neuen Lebens, denn ab heute trinke ich keinen Alkohol. Ich versuche es so gut wie es geht, mich vegan zu ernähren. Und die ein oder andere Internetpause kommt auf mich zu und ich habe gerade noch einen Euro in der Hand. Und was passiert noch? Und ich werde neue Hobbys ausprobieren in den nächsten 2,5 Wochen. Naja, für jetzt erstmal, mein Bruder ist noch da, der zockt immer noch. Jetzt gerade Zelda, davor hat er Horizon gezockt und ist da schon weiter als ich jemals war. In Zelda ist er auch weiter, als ich jemals war. Daran seht ihr mal, dass ich wirklich nicht mehr viel zocke. Das ist echt crazy eigentlich. Ich habe jetzt was zu essen bestellt, und zwar indisch. Ich habe mir ein veganes Linsengericht bestellt. Und Nathan habe ich ein Gericht mit Rahmkäse und Gemüse bestellt. Naja. So, Freunde. Jetzt kann ich euch mal eine Aktion erzählen, die ich gerade gebracht habe, die sinnbildlich ist für die letzten Tage, beziehungsweise die der Startschuss ist. Dass das jetzt auf jeden Fall vier lustige Tage waren, aber damit jetzt Schluss ist. Und zwar, ich bin am falschen Spreegold gewesen. Sie sitzen im Spreegold im Prenzlauer Berg und ich war im Spreegold in Mitte. Schön verpeilt, Stunde zu spät. Läuft.
So, Freunde, ich bin endlich angekommen. André ist am Start. Cheers. Hat natürlich schon gegessen. Ja, ja. Ich habe das mit euch schon dokumentiert, dass wir eine Stunde zu spät sind. Ja, wer zu spät kommt. Und jetzt futter ich erstmal, Freunde. Aber es sieht gut aus. Noch einmal einen letzten Schwenker durch dieses extrem süße Airbnb-Zimmer. Das Schlafsofa für uns. Das Lämpchen. Leos Bett. Du hast echt das beste Bett so, weil du hast hier so Window-View. Ja. Ist geil, ne? Tschüss Blumen, tschüss Pflanze am Fenster, tschüss Schrank. War schön mit euch. You have to dance too, Lucky. It's your country's music. How? Wir sind gerade im Uber und unser Fahrer spricht Somali genauso wie Lucky und er zeigt uns gerade Somali-Musik. Und irgendwie ist das so, macht das fröhlich. So Leute, ich mache jetzt hier mal ein geiles Bubble Bath. The Ritual of Sakura. Yep. Okay. I'm gonna do that. The most long-lasting picture in home. So, Frühstück, Mittag, Kaffee, was auch immer. Abgeschlossen, war gut. Hat sehr gut geschmeckt. Mittlerweile ist die Sonne weg. Alles bewölkt und mir ist arschkalt. Ich laufe jetzt gerade zum Fitness. Leute, 4 Tage Abstinenz, Fitnessstudio, fühlt sich richtig scheiße an. Jetzt bin ich wieder back und werde jetzt ein bisschen durchziehen. So Leute, es ist Zeit Abschied zu nehmen. Ich muss mich gleich fertig machen, dann treffe ich mich mit Anushka für den 1. Mai. Mein kleiner Bruder fährt jetzt wieder nach Hause. Die Überraschung konnte ich leider doch nicht machen, weil ich mir was aufgefallen habe. Ah, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich wollte dir eigentlich meine Nintendo Switch mitgeben für einen Monat, das geht aber gar nicht. Warum? Weil amerikanisches Ladekabel. Weil ich nur ein Ladekabel habe. Genau. Das heißt, ich muss mir mal Gedanken machen und der TV-Modus geht ja nicht. Davon abgesehen, wir verabschieden uns jetzt, mein Bruder fährt jetzt nach Hause. Ich muss jetzt mich gleich fertig machen und dann treffe ich Anushka. Das war's jetzt erstmal. Ich bin jetzt natürlich noch ein guter Bruder. Ich gebe noch ein bisschen Taschengeld und sage tschüss. Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich mit Anushka mich treffe. Tschüss, Nathan. Tschüss. Raus. Spaß. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berlin. Heute ist der 1. Mai. Heute ist ein Feiertag. Heute ist nicht so viel los. Heute ist so ein richtiger Sonntag. Deswegen habe ich auch schon direkt meine Sportsachen an. Und ja, ich habe mega Durst, ich habe vergessen, Wasser einzukaufen, aber ich glaube, ich habe im Auto noch ein paar Flaschen. Deswegen renne ich gleich direkt zum Auto, hole mir ein paar Flaschen, dann geht's direkt zum Sport. Danach mache ich die Choreo zu Ende, aber hier in meinem Zimmer, weil es hat ja bestimmt keinen Tanzraum offen. Und danach... nix. Heute ist ein Sonntag, tut mir leid, ich werde heute nichts machen, Leute, außer Sport. Außerdem sind ja bald die About You Awards, da muss ich ein bisschen definierter sein. Und was macht Ruben da? Was machst du da? Hä? Ach so. Ich sag dir auch tschüss. Boah, Herzinfarkt. Das ist süß. Der ist jetzt safe gestorben innerlich. Warum? Weil mir wahrscheinlich das heißeste wird, was er jemals anfassen durfte. Nein. Ja, der ist doch voll süß, ey. Der kommt noch irgendwann aus sich raus. Ich war auch so wie er. Natürlich kommt er aus sich. Ich war auch so. Ich war einfach nur so. 1. Mai ist doof. Ja, finde ich auch. Du brauchst gar keine Motivation. Null. Oh. Work it. I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big one.
yeah. You found out how hard I gotta work, yeah. It's your permit if it's wet yet. It's your permit if it's wet yet. If you a fly gal, get your nails done. Get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Ich hatte dieses Auflauf-Moussaka-Ding. Und das war einfach so gehaltvoll, weil das voller Kartoffeln waren und Sahnesoße da drauf und drin. Und ich kann gar nicht mehr. Ich trinke jetzt meinen Kaffee, um ein bisschen meiner Verdauung nachzuhelfen. Und dann. So, Freunde, ihr denkt jetzt vielleicht, wir sind schon unterwegs zum 1. Mai. Fehlanzeige. Wir gehen uns jetzt erstmal was zu essen holen und zwar richtig viel. Ja, ich hole schnell noch Geld. Und wir haben jetzt gesagt, wir holen mindestens 3 verschiedene Nationalitäten an Gerichten. Und später, ich habe Ruben, glaube ich, gerade überredet, dass er später auch noch rauskommt zum 1. Mal. Ehrlich? Und dann treffen wir uns. Ich habe gar keinen Bock. Ich weiß, dass du keinen Bock hast, Baby, aber ich habe einen Job. Ich war vielleicht auch mal ein bisschen raus und so. Und deswegen gehen wir da, also ich gehe auf jeden Fall später nachher mal hin. If you don't want to come, baby, that's not fine, but it's okay. Komm mit in die Küche, lass uns plaudern. Ich muss mich fertig machen, Ivana. So, Leute, ich erkläre euch mal, warum ich den 1. Mai nicht mag. Okay, schön. Spaß. Also. Ich bin einfach nicht der Fan von Karneval, weder von Halloween, weder von sonstigen Aktivitäten, wo die Menschen meinen, draußen besoffen rumrennen zu müssen. Der 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Das interessiert mich. Okay, es ist schön, dass man den Tag feiert, aber man kann ihn zu Hause feiern, mit seiner Familie Zeit verbringen und anständig und nicht besoffen auf den Straßen. Und Autofahrer aufregen und andere Menschen aufregen. Und Karneval ist sowieso das Schlimmste. Die sind alle besoffen. Oktoberfest, oh mein Gott. Oktoberfest, da bin ich ganz raus. Da bunkere ich mich lieber unten in den Kanalisationen und bekomme von dem allen nichts mit. Lass uns, warte, können wir kurz 3 Minuten, lass uns mal irgendwas machen kurz. Jetzt pass mal auf, Leute, ja. Ich treffe mich jetzt gleich mit Anushka auf diesem fucking Mai-Fest da. Nur weil Anushka einfach nicht genug gevloggt hat. Anushka will da gar nicht hingehen. Jetzt sitze ich hier mit Ivana, weil Ivana auch nicht weiß, was sie vloggen soll. Ja, ist schwierig. Ich muss in ein anderes Land ziehen. Das Ding ist, man kann ja heute auch nichts machen. Ich muss eigentlich auch voll viel machen. Ich muss eigentlich noch zur Post, ich muss zur Bank. Ich muss noch in so einen Laden vorbeigehen. Ich muss noch in den Apple Store und so. Und ich muss heute auch zum Apple Store. Lass zusammen morgen. Können wir morgen machen, ja. Ja. Ich muss alles eigentlich machen, aber das kann ich heute alles gar nicht machen. Ich bin halt gestern um 10 Uhr schon eingeschlafen. Was? Ja, richtig früh. Krass. Und dann bin ich um 4 Uhr morgens schon aufgewacht. War eigentlich ausgeschlafen, aber weil ich um 4 Uhr morgens nicht ausgeschlafen sein wollte, habe ich dann nochmal 4 Stunden geschlafen und jetzt bin ich richtig müde. Weil wenn man zu viel schläft, dann ist man immer noch müder, als wenn man zu wenig schläft. Da steht mein Auto übrigens wieder. Ich war jetzt wieder mit meinem Auto. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, aber ich bin todes im Arsch. Ich komme jetzt gerade vom Sport. Boah, ich kriege die Augen kaum noch auf. Jetzt merkt man es halt, wenig Schlaf. Ich will jetzt schön früh ins Bett. Aber eine Sache haben wir heute noch vor. Und zwar habe ich eine Einladung über meine Agentur bekommen. Beziehungsweise meine Agentur hat die bekommen für uns oder für mich. So bin ich eingeladen. Kennt ihr diesen Film Goodbye Lenin? Goodbye Lenin, ja. Geschichte, DDR und so weiter. Und die führen heute Goodbye Lenin irgendwie, ich glaube, auf einer Bühne auf. Also Goodbye Lenin ist ja eigentlich ein Film. Und das wird heute aufgeführt. Also es ist irgendwie so wie so ein Theaterstück, gibt es davon jetzt. Und das, glaube ich, wird die Premiere und da bin ich eingeladen. Einmal Pizza und einmal Nudeln ist so circa das, was normale Menschen sich zu zweit zu essen geholt hätten. Ja, I know. Aber wir sind nicht normal. Wir sind hungrig. We also got spring rolls. And we also got Pad Thai. Nee, was? Auf jeden Fall, wir haben irgendwie geile Ente noch mit
scharfer Soße geholt und Softcakes und Cola und Eistee, because we can't get enough. Okay, nice. I'm dying, Alter. Oh, die riechen echt gut. I need. Mich würde es interessieren, wie war deine erste große Liebe? Ich war da, das ist dein Vlog. Vielleicht erzählst du mal von deiner ersten großen Liebe. Ich laber schon genug. Meine erste große Liebe. Was soll man sagen? Man war halt jung, man war so ein bisschen verliebt. Dann kam der Liebeskummer, man hat geweint. Dann kam die. Erzähl doch mal mehr. Wie war es denn richtig? Dann kam der nächste Freund. Der mich so richtig auseinandergenommen hat, der hat mich so richtig, richtig, richtig auseinandergenommen. Also noch mehr auseinandernehmen kann man eine Person eigentlich nicht. Was hat er gemacht? Hat dich richtig auseinandergenommen? Oha, nicht in dem Sinne, sondern im Oha, nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Stopp, das habe ich gar nicht gemeint. Ich habe nur gerade einen Witz gemacht, weil du so fünfmal gesagt hast, dass er dich richtig auseinandergenommen hat. Ich dachte, du meinst die so... Egal. Nein. Egal. Ich meine emotional auseinandergenommen, okay? Naja, also es war halt die schlimmste Erfahrung in meinem Leben, kann ich so sagen. Ja. Ich schwöre dir. Und? Ja. Also ich hatte dann auch so eine Partyphase und so, Liebeskummerphase, die war dann... Die ist dann in die schiefe Bahn so geraten. Aber ihr müsst schon wissen, ich hatte schon immer diese Einstellung, no Alkohol, no Zigaretten und so, schon immer, ne? Und dann kam halt, Ich hatte schon immer die Einstellung, no Alkohol, no Zigaretten. Hä? Bist du jetzt Anuschka? So halb Deutsch, halb Englisch? No Alkohol, no Zigaretten. Girlfriend indeed. Come shed your light, it makes me shine. You get the message, don't you ever forget it. Let's laugh and cry until we die. If it wasn't for you, I'd be alone. Ich habe das Gefühl, die Hälfte der Aufnahmen, die ich hier mache, ist, wie wir in irgendeinem Auto irgendwo hin sind und im Auto sitzen. Aber das ist jetzt mittlerweile unser wahrscheinlich 3000. Uber. Und jetzt ist das wird auch unser letzter sein, weil jetzt geht es zum Flughafen. Jedenfalls. Ich freue mich darauf, wieder in Berlin zu sein. Einfach weil, keine Ahnung, ich liebe einfach Berlin. Es ist alleine, wo ich gemerkt habe, dass ich Berlin liebe. Es gab bei dem Festival einen Stand, wo es mit Falafel. Und ich habe die Falafel geholt, weil ich Hunger hatte. Und ich habe nur so gemerkt, so in Berlin sind die Falafel einfach besser. Berlin hat die besten Falafel, ohne Witz. Und generell das Essen da ist besser. Und keine Ahnung. Ich vermisse Berlin, obwohl ich da 2 Tage weg war. Und ich freue mich darauf, die anderen wiederzusehen, wenn ich wieder in der WG bin. Ich muss mal gleich mal schauen, ob jemand da ist, weil das Problem ist, ich habe keinen Schlüssel. Und mal gucken. Erstmal wieder ankommen in lovely Berlin. So, Freunde, ich bin fertig geduscht, nochmal neu gemacht, neu gestylt. Bin jetzt wieder ein bisschen wacher. Ich bin zwar auf dem Klo fast eingepennt, aber ich bin wieder cool jetzt. Jetzt laufe ich gerade zu meiner Agentur. Da ist die WG. Und da ungefähr die Richtung ist die Agentur. 5 Minuten zu Fuß. Green. Und dann geht's gleich in diese Goodbye-Lady-Show. Und dann kam halt dieser eine Ex-Freund und dann hatte ich kurz eine Phase, da habe ich halt schon viel getrunken und auf Partys gewesen, einfach um mich abzulenken. Aber es war definitiv der falsche Weg. Deswegen Mädels, wenn ihr gerade Liebeskummer habt, dann lenkt euch mit euren Freundinnen ab, sucht euch eine neue Sportart, macht Sport, geht bitte nicht trinken. Ja, ansonsten war das eigentlich mit Liebe. Dann hatte ich jetzt noch meinen anderen Ex-Freund, aber ja, da hat es einfach nicht geklappt, aber ich hatte keinen Liebeskummer. Ja, aber ich glaube, ich bin jetzt gerade auch in der Lage dazu. Mann, Roman! Ich mache gerade so voll ernst von dem Deep Talk und du... Nee, also, was ich aber jetzt...
Du hast sogar noch meine Achsel gerochen. Das ist, wie du riechst. Tiere machen das auch. Du hast gerade an meiner Achsel gerochen. Ja. Warum? Warum nicht? Willst du auch an meiner riechen? Nein. Mach weiter. Du hast dich gerade emotional geöffnet. Ja. Ich bin auch mittlerweile bereit dazu. Ich werde das auch nur hier bei Berlin bekannt geben. Das war mein letzter Freund. Ich finde, es ist so, wir sind auf jeden Fall im Guten auseinandergegangen, also dass da auf jeden Fall alle Bescheid wissen, wir sind im Guten auseinandergegangen. Es war kein Streit, es ist auch nichts passiert, keiner von uns hat irgendwie was falsch gemacht, dass der andere deswegen Schluss gemacht hat. Das war einfach so, dass wenn man halt zusammen nicht harmoniert, wenn man nicht dieselbe Einstellung zum Leben hat, dann kann das auf Dauer halt ein bisschen anstrengend werden und man hatte einfach so verschiedene Einstellungen zum Leben und dann gab es halt viel Streitereien und so. Und dann Gegensätze ziehen sich an. Streit ist immer gut, weil Streit ist wichtig, aber ja. Es kommt darauf an, inwieweit du Freiheit besitzt im Leben. Und wenn eine Person dich zurückhält von dem, was du normalerweise erreichen könntest, dann kann es früher oder später dazu kommen, dass die Person von dir gehen muss, denn die kann gar nicht den Weg gehen, auf dem du gehen willst. Ja. Wir sind gerade durch den Security-Check gerusht und wie in jedem Flughafen läuft man hier natürlich wieder mal durch den Duty-Free, damit die Leute auch schön fleißig was einkaufen. Aber wir fallen auf diese Falle nicht rein. Wir werden jetzt nach Berlin fliegen, ohne noch was vorher zu holen. Und wir müssen, glaube ich, zu Gate 7. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind nicht in einem Flughafen, sondern einfach in einer riesigen Baustelle gelandet. Aber das ist auf jeden Fall der richtige Flug hier. Das habe ich auch noch nicht miterlebt, dass hier so... Oh mein Gott. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. So Freunde, ich bin jetzt hier angekommen und zwar mitten in einer Plattenbausiedlung. Ich glaube, Mitte sind wir schon fast. Und hier hinten geht es dann rein. Ich berichtige mich nochmal. Und zwar ist es Goodbye Lenin mit so einem Erlebniskino sozusagen. Also alle sind hier irgendwie angezogen wie DDR. Mit meiner Jeansjacke bin ich da gar nicht so fern von ab. Aber wir sollen jetzt alle Handys und Kameras in so eine Verschluss, also es sind so komischen Silbertypen packen. Also wir dürfen da nichts mit reinnehmen, keine Ahnung. Also wird leider ein bisschen blöd. Ich wollte eigentlich alles filmen. Wollte ich euch nur darüber informieren. Nicht, dass ihr denkt, der Idiot kündigt das hier groß an und nimmt uns nicht mit rein. Es gab auch Gerüchte irgendwie, dass ich wegen Berlin meinen Freund verlassen habe oder dass ich wegen Instagram meinen Freund verlassen habe. Das stimmt nicht, weil es davor schon Komplikationen gab. Also ich kann ich unterschreiben? Ja. Nein, kann ich gar nicht, weil ich die Frau Berlin gar nicht kenne. aber mit dem anderen kann ich es unterschreiben. Ja. Ja, ich würde schon sagen, dass ich habe mich schon durch Instagram und durch Berlin und so verändert, ja, habe ich. Ich bin, wie gesagt, Ruben hat gesagt, das hat mich selbstbewusster gemacht. Ein bisschen offener. Stärker, offener. Ich trete jetzt so selbstbewusster auf, kann auch, wenn ich irgendwo hingehe auf Events, kann jetzt viel offener mit Menschen reden. Wenn sie mich ansprechen, kann ich direkt in vollen Sätzen ausreden, ohne dass ich zwischendurch stottere und so voll so in mich gekrochen bin. Ich muss schon sagen, dass es mich in der Sache sehr verändert hat. Aber wie gesagt, einfach nur um die Gerüchte hier aufzuräumen, ich habe niemanden verlassen wegen Instagram oder... Aber wie gesagt, einfach um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir hatten verschiedene Ansichten vom Leben. Seine Ansicht war gut, meine Ansicht war gut, aber wir waren auf verschiedene Art und Weisen gut. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage nicht, dass seine Ansicht schlecht war, auf gar keinen Fall. Er hatte sogar eine sehr gute Einstellung zum Leben. Aber meine ist auch ziemlich gut, aber sie ist halt komplett anders als seine. Und das hat halt einfach nicht zusammengepasst. Und deswegen haben er und ich beschlossen, dass es halt einfach so nicht weitergeht. So nach 8 Monate sind wir jetzt getrennt. Nach 8 Monaten konnte ich endlich mal darüber reden. Voll gut. Ja. Damit hätten wir jetzt auch den Tischtalk beendet. Genau. Ich gehe jetzt mal duschen. Danke, dass ihr da wart.
ich in der Vlog sein muss? Bitte. Ja, okay. Erster Tag in meinem neuen Leben. Vegane Linsen sind ohne irgendwas anderes einfach nicht genug. Ich habe krass Hunger. Ich trinke schon die ganze Zeit Wasser und versuche einfach nur daran zu denken, dass ich vielleicht irgendwann mal dünn sein könnte in einer Realität, die nicht existiert. Und dann irgendwie Anushka meldet sich nicht. Ich glaube, Anushka ist mal wieder eingepennt. So wie immer, wenn sie bei Daniel ist. Die sind beide so krasse Faultiere. Das ist wirklich, das ist crazy. Ich habe noch nie Menschen getroffen, die so faul sind. Und ich glaube, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, dahin zu gehen. Ich habe auch schon Anushka gesagt, so, ich würde eh eigentlich ungern hingehen wollen. Naja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht ganz genau. Irgendwie hat heute auch alles zu und ganz alle Leute, die ich kenne, sind gerade draußen und feiern und sind besoffen und machen Party. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe halt einfach keinen Bock mehr. Ich habe wirklich gar keinen Bock, null Bock, jetzt irgendwie feiern zu gehen. Und ich war auch noch nie Freund davon, irgendwie tagsüber in Menschenmassen zu trinken. Ich werd da echt verrückt, glaube ich. Ich weiß gerade, ich bin gerade voll überfordert davon. Ich wollte heute mein neues Leben anfangen und ich bin heute so, ich habe das ja schon mal gesagt gehabt, das habe ich manchmal, ich bin heute so gar nicht da. Ich bin so, ich weiß auch, ich bin irgendwie so ein bisschen neben mir. Ich bin so ein bisschen ausgelaufen und ich muss auch sagen, dass die letzte Woche extrem krass anstrengend war. Und die letzte Woche war so extrem anstrengend für mich, weil diese Nachricht, dass das Berlin aufhört, hat in mir so viel ausgelöst, dass, ihr müsst euch auch vorstellen, ich meine, ich bin halt einfach so emotional und ich mache das halt auch einfach auch irgendwie gerne, um ein emotionales Vorbild zu sein, falls es Sinn macht. Man kann ja auf viele verschiedene Arten und Weisen ein Vorbild sein. Und ich möchte gerne in der Form Vorbild sein, dass man einfach seine Emotionen rauslässt und zeigt und darüber spricht und auch verletzlich ist und auch irgendwie diese Dummheit von Emotionen sieht. Emotionen haben es so dumm, weil schaut mich mal an. Manchmal geht es mir so schlecht und ich heule so krass rum und man versteht das voll, man fühlt mit. Aber ein paar Tage später ist die Emotion vorbei und der Verstand schaltet sich wieder ein und man denkt sich so, what the fuck? Und aber trotzdem, wenn man halt so viel fühlt wie ich und so viel auch rauslässt an Gefühlen wie ich, es ist extrem, extrem, extrem anstrengend. Das kann ich wirklich sagen. Das ist so zu vergleichen, als würde man jetzt eine Trennung gehabt haben und man hat sich 2 Tage lang die Augen ausgeheult. Das kennt bestimmt jeder, der schon mal ein gebrochenes Herz hatte. Danach ist man erstmal, kann man sich erstmal in die Mülltonne hauen lassen, weil das wirklich einfach extrem anstrengend ist. Und so ist es gerade bei mir irgendwie. Letzte Woche war jetzt für mich einfach super emotional. Hey Leute, wir gehen jetzt los. 1. Mai, es ist zwar schon 19 Uhr, aber hey, wir gehen trotzdem mal hin und gucken mal, was abgeht. Und ich kann selber irgendwie gar nicht so genau erklären, was der 1. Mai überhaupt ist. Also ich weiß, dass der Tag der Arbeit ist, aber ich weiß nicht genau, warum die Leute auf die Straße gehen. Weißt du das? Sag mal, weißt du es? Deswegen will ich das jetzt mal kurz googeln. Internationaler Tag der Arbeiterbewegung. Weil, es ist mir jetzt alles so viel zu lesen. Oh Gott, Anushka. Warum ist es so viel? Am 1. Mai 1933 hält Adolf Hitler eine Ansprache vor Hunderttausenden von Menschen auf dem Tempelhofer Feld. Der Massenaufmarsch ist mit der damaligen großen Angst vor Entlassung zu erklären und damit, dass die Auszahlung des Lohns verknüpft wurde, mit der Teilnahme an der Demonstration und den Kundgebungen. Der Tag wird vom nationalsozialistischen Regime damals erstmals zum Tag der nationalen Arbeit und damit zum gesetzlichen Staatsfeiertag bei voller Lohnfortzahlung erklärt. Das hast du ja schön vorgelesen. Oder? Ja, wundervoll. Also war es eigentlich ein Feiertag von Hitler. Von Hitler, ja. Ja. Okay, von Hitler. Von Hitler, ein Feiertag. Ein Feiertag von Hitler. Ach, I'm dating such a smart girl. Das ist die History Lesson von mir. So ein intelligentes Mädchen. Ich sehe das genauso. Der hat auch so schöne Sachen wie KDF, Kraft durch Freude und so Mist rausgebracht. Ne? AMF, Arbeit macht frei. Arbeit macht frei, das sind alles so schöne Holidays von Hitler, ja, nicht wahr? Einfach toll. Toll, ne? Ja, einfach toll. Also er war das Ganze hat wohl angefangen mit irgendeiner Haymarket Affair in 1886.
Nordamerika. Okay. Aber zum staatlichen, gesetzlichen Feiertag hat es Hitler schön, dass wir den Nationalsozialismus auch schon jetzt gecovert haben. Ja, oder? Ja. Berlin, okay. Berlin ist halt wirklich einfach so... Es hat einfach Substanz, weißt ja, du? Ja, einfach, ich Berlin hab jetzt so hier mal wieder einen intelligenten Beitrag geliefert. Richtig intelligent. Und ich so, hab den also auch das sprüht, der war so well. Du bist wirklich ein Musterbeispiel an Intellekt. Ja, und ich habe das auch so gut recherchiert, dass ich das richtig gut erklären konnte. Und du hast es auch richtig gut rübergebracht. Ja, also wirklich, war erste Sahne. Einfach souverän, oder? So, absolut souverän. Würdest du mir einen Job als Nachrichtenvorsprecherin geben? Versteht sich von selbst, oder? Willst du mein Gesicht filmen oder willst du irgendwie... Ich filme eigentlich die ganze Zeit nur deine Lippen. Seriously? Hast du jetzt die ganze Zeit nicht mich gefilmt? Doch, so ein bisschen, aber auch eher so deine Lippen. Ach. Hast du jetzt richtig gefilmt oder nicht? Nee. Nee. Also ja und nee. Aber hier ist übrigens Gittis Bierbar. Ach, Baby, das ist doch scheiße. Jetzt muss ich das doch alles nochmal machen, wenn du es nicht richtig gefilmt hast. Ich hab's richtig gefilmt. Ja. Also, es ist halt mehr deine Lippen drauf, aber... Gittis Bierbar, urige deutsche Kneipe, der Hotspot in Berlin. I'm in love with the shape of you. Okay, Opfer des Jahres Award geht schon wieder an mich. Ich wollte gerade irgendwie schon wieder ewig baden, aber eigentlich gar nicht so lange. Normalerweise bin ich immer so 2-3 Stunden baden. Ich glaube, das war jetzt nur eine Stunde oder sowas. Oder zwei, ich weiß es nicht. Aber ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich dachte mir einfach so, hey, oben mach dir was Gutes. Und jetzt bin ich noch unmotivierter als vorher. Was ich ganz lustig finde, weil es ist genau das passiert, was mir jeder hätte vorhersagen können. Ich, dummen Kopf, habe Essen bestellt, obwohl ich diesen Monat kein Essen mehr bestellen wollte. Oder zumindest einschränken. Also das ist jetzt heute eine Ausnahme, weil Feiertag und so. Ich hätte es ja nicht vorhersehen können und einkaufen gehen können. Aber, ja. Was wollte ich denn sonst machen? Ach so, ich dachte mir, ich mache jetzt ja irgendwie auch so ein bisschen mehr Instagram auf meinem persönlichen Instagram, also wo ich so auch Klamotten anziehe und so. Und mich haben schon so ein paar Sachen angefragt, aber ich dachte mir, ich setze mich jetzt mal hin und stalke, was männliche Influencer sich denn so schicken lassen. Also jetzt nicht so wie Philipp. Philipp geht modisch gesehen gar nicht in meine Richtung. Das ist ungefähr ein Unterschied von Tag und Nacht. Und irgendwie muss ich jetzt gerade voll aufpassen, was ich sage. Aber das Ding ist halt, dass... Ach so, ich werde mir jetzt meine lieblingsmännlichen Influencer anschauen und schauen, wo die sich sponsoren lassen. Und dann screenshotte ich die Läden und schreibe die an. Also ich muss echt sagen, ich bin voll der Heimscheißer und ich bleibe am liebsten zu Hause. Du bist der Heimscheißer. War auf jeden Fall jetzt mal wieder ein interessanter 1. Mai, Leute. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht hier auf den Straßen von Kreuzberg. Wir sind wieder in Berlin gelandet. Und ganz ehrlich, Leute, ich habe mir ja vorgenommen, diesen Monat kein einziges Mal Taxi zu fahren. Es sei denn in Notfallsituationen. Ich habe mich gerade gefragt, ist das schon eine Notfallsituation, weil die ganzen S-Bahnen fallen aus wegen eines Polizeieinsatzes. Und es gibt aber, glaube ich, noch die Möglichkeit, halt jetzt den RE zu nehmen, aber dann muss ich 40 Minuten warten. Und
ich weiß nicht, ist doch Schicksal oder so. Will mich die Bahn ärgern? Ich weiß es nicht. Goodbye, my almost love. Get home safe. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.I. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, huh? Okay, Leute, ich mache jetzt einfach das, was ich immer mache, wenn ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Ich gehe auf Instagram live und frage die Leute, was ich machen soll. Das ist einfach so literally das, was ich immer mache, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Einfach, also wirklich. Das Ding ist, eigentlich müssten jetzt nicht so viele online kommen, weil die meisten sind hoffentlich besoffen und irgendwie am Abkacken gerade. Aber Hallihallo. Freunde, Freunde, Freunde. Wow, bin so pünktlich. Alles fit. Ich will einfach nur schlafen eigentlich. Und aufwachen und dünn sein. Ich bin nicht mehr in New York. Das Bild, was ich gepostet habe, ist alt. Ich mache jetzt den Vlog aus und mache nur noch einen Livestream. So Leute, ich liege schon im Bett. Für mich gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr. Das Wochenende und die letzten Tage waren echt hart. Aber ich will euch noch was zu sagen, ich durfte vorhin leider nicht filmen, diese Goodbye Lenin, dieses Event da. Das war richtig hart, wir sollten richtig fast schlusssicher Kamera und Handys wegpacken. Keine Ahnung, das ist da so ein altes DDR-Gebäude und da drin sind so Ausstellungen und das durfte man alles nicht fotografieren. Fakt ist, das ist wie so ein Theaterspiel, also es nannte sich irgendwie so Live-Kino, also du wurdest quasi behandelt, als wenn du damals einen Antrag gestellt hast, in die Deutsche Demokratische Republik aufgenommen werden zu wollen. Also wenn du Mitglied der DDR werden möchtest, so wurde es halt nachgestellt. Also als wenn ich dann einen Antrag abgebe und dann DDR einreise. So wurden wir halt behandelt. Wir wurden von so einem originalgetreuen Polizisten, alle waren richtig gekleidet, es war sehr authentisch, es gab so Janka, was es damals in der DDR gab, also ein DDR-Gericht halt, es gab Gewürzgurken, es gab halt typische Getränke, Club-Cola zum Beispiel, oder Pfeffi, der Pfeffi ist legendär, so ein DDR-Getränk, also kennt ihr wahrscheinlich, ne, Alkohol, Pfeffi hier, Pfefferminzbons und so, ja, das alles hatte einen sektenähnlichen Charakter und es ist Wahnsinn, dass das alles irgendwie keine 50 Jahre her ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist ein paar Jahre her, das sind ein paar Jahrzehnte und das wirkte alles wie Wahnsinn, einfach so wie total lang her. Und wenn du überlegst, also Mauerfall 1990, wir haben jetzt 2017, irgendwie 27 Jahre und davor war noch DDR. Also Leute, krass, was in 17 Jahren jetzt passiert ist. In Deutschland, Hut ab. Also die meisten können sich gar nicht vorstellen, erst recht die noch nie irgendwie was mit DDR zu tun hatten. Ich bin in der DDR geboren, 88. Und es ist einfach schon mal krass. Ihr könnt euch das echt nicht vorstellen, irgendwie. Ja. An dieser Stelle wünsche ich euch eine gute Nacht. Heute irgendwie schlanker Tag. Irgendwie auch sinnbildlich für die letzten Tage, fürs Wochenende. Also einfach fertig. Ich werde jetzt schlafen gehen und freue mich, wenn ihr morgen wieder am Start seid. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ich wünsche euch eine gute Nacht und startet geil in die neue Woche. Ich glaub's nicht, nach einer gefühlten 1000-Stunden-Reise bin ich endlich wieder da. Ich kann schon das Apartment sehen. Und woher ich weiß, dass jemand zu Hause ist? Gruben-Livestream. Beste Methode, um herauszufinden. Hallo? Hi. Hi. Oh. Ah, schaut mal, wer da ist. Sieht man das? Hallo? Schau doch mal durch. Kiki ist da. Oh mein Gott. Oh. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ich habe heute den schlechtesten Vlog-Tag aller Zeiten. Warum? Mal wieder.
Also ich rede heute einfach nur. Ja, ich bin immer noch in Unterhose. Ich hab grad so ganz... Sorry. Mein Blick ging so automatisch runter. So Leute, wir sind wieder zu Hause und werden jetzt mal ein bisschen zocken. Und zwar Mortal Kombat, nehme ich mal an. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. So, liebe Freunde, Daniel und ich gehen jetzt pennen, weil der muss ja morgen auch arbeiten. Beziehungsweise er isst erst kurz was und dann gehen wir pennen, weil der muss ja morgen früh wieder früh aufstehen. Das heißt, von mir gibt es jetzt eine gute Nacht. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim 1. Mai und ich hoffe auch, wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß noch nicht genau, was da passieren wird. Sehen wir dann. Wir so. Schau so Ivana zu, wie sie einen Livestream macht. Ja. Sie sind genau unter mir. Ja. Geil. Oh, schade, sie liest dich, dass du das geschrieben hast. Ivana, soll ich kommen? Du bist alleine im Bett. Lol. Oh mein Gott, gar nicht creepy oder so. Aber für heute, ihr seht schon, wir sind krass faul im Bett und ich muss mich auf jeden Fall jetzt verabschieden, weil meine Gott, Kamera... Wie ekelhaft ich gerade aussehe. Ich sehe auch einfach nur aus, ist eigentlich alles egal, ihr kennt uns ja schon. Ich schlafe jetzt direkt. Gute Nacht. Gute Nacht.